Hallo zusammen und recht herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal von naturbildermagazin.de. Ich bin Rainer Ugele und wer unsere Seite schon kennt, beziehungsweise den Artikel zum Thema Milchstraßenfotografie, der weiß, dass nun dieses angekündigte Tutorial zum Thema Milchstraßenbilderbearbeitung mittels Photoshop nun kommt. Ja, ich habe hier schon mal was vorbereitet, meine Bilder, die ich noch im September gemacht habe, sozusagen die letzten in der Saison, der Milchstraßensaison. Und diese habe ich mit dem Sigma 10-20 mm mit einer Lichtstärke von 3,5 im Hochkantformat gemacht. Ja, diese möchte ich jetzt mittels Photoshop CC zusammenfügen, also zu einem Panorama, und diese dann noch schön bearbeiten. Wer von euch nun Lightroom hat, beziehungsweise Lightroom verwendet, der kann es hier auch ohne Probleme mitmachen, denn ich verwende hier ja Camera Raw als RAW-Converter. Und wenn ihr jetzt Lightroom als RAW-Converter benutzt, da könnt ihr das klitzegleich nachmachen. Es ist vielleicht etwas anders angeordnet, aber die Funktionen sind alle gleich, und auch später diese Merge-Funktion, die es dann gibt, also diesen Dialog, wo man dann das ganze Panorama dann anstoßen kann zu einem Bild. Das müsst ihr sich halt dann suchen, wo das dann in Lightroom dann zu finden gibt. Ja, ich habe hier diese Bilder. Ich möchte noch eins dazu sagen. Zu meinen letzten Bildern, die habe ich mit Photoshop CS 6 gemacht. Und bin jetzt im September auf Photoshop CC gewechselt. Und ich kann echt sagen, es hat sich schon mal wirklich gelohnt zu wechseln und die Bilder neu zu bearbeiten. Also Photoshop CC hat wirklich... hat sich verbessert, immens verbessert gegenüber CS6. Gerade diese Merge-Funktionen für Panoramen, die sind wirklich deutlich besser geworden. Man hat deutlich weniger geometrische Verzerrung. Also es liefert wirklich ein besseres Ergebnis als die alte Version. Zudem ist ja dieses bei der RAW-Entwicklung dieses Dunstentfernen hinzugekommen, und dieser Dialog ist echt genial. Also da könnt ihr nochmal wirklich was rausholen in euren Bildern. Also gerade bei Sternenbildern. Also das möchte ich euch jetzt auch dann noch im Anschluss zeigen, wie man das Ganze dann hier mal vorentwickelt. Und allein schon diese Funktion bringt euch einiges mehr, wenn ihr solche Milchstraßenbilder bearbeiten möchtet. Ja, ich würde mal sagen, wir fangen jetzt erstmal an, indem wir mal alle Bilder auswählen. Ich wähle da hier das erste Bild aus, drücke die linke Shift-Taste und klicke auf das letzte Bild. Entschuldigung. So kann ich dann mit alles auswählen. So, dann öffne ich hier oben in den Camera Raw-Dialog. Dann öffnet sich hier das Ganze und schaue erstmal, dass hier alles ausgewählt ist. Denn wenn hier alles ausgewählt ist, braucht man nur dieses obere Bild bearbeiten, und dann synchronisiert sich automatisch alles schon. Also man muss ja nicht hier später den Dialog, hier diesen Einstellungs-Synchronisieren-Dialog aufrufen und dann nochmal das machen, sondern man kann dann direkt alles auf einmal bearbeiten, einstellen. Und so wird es automatisch übernommen. So, was kann man machen? Also ihr könnt als erstes mal die Lichter etwas runtersetzen, um hier diese Lichtverschmutzung, diese Überblendung oder Überbelichtung eher, ja, an diesem Horizont etwas zu reduzieren. Das ist leider öfters der Fall. Ihr könnt ja noch hier in Deutschland ziemlich euch blöd suchen, um wirklich einen dunklen Ort zu finden. Ihr werdet immer einen Ort haben, wo massive Lichtverschmutzung gibt, oder ja. Der Blick dürfte eigentlich Richtung Stuttgart sein. Also ich war da oben auf der Sternwarte in Welzheim, und überall, wo Städte sind, größere Städte, da habt ihr auch Luftverschmutzung. Also einen richtig dunklen Ort werdet ihr hier in Deutschland wohl kaum noch mehr finden. Es gibt Karten im Netz, wo ihr nach Luftverschmutzung oder die Intensität der Luftverschmutzung sehen könnt. Ich habe das mir mal angeschaut, und da müsst ihr ja schon Richtung Helgoland fahren oder irgendwo Richtung Alpen, um wirklich dann hier einen dunklen Ort zu finden. Ja, machen wir nun weiter. Wir können dann hier noch ein bisschen diese Regler einstellen, wie ihr das haben wollt. Also diese bringen jetzt hier am Anfang noch nichts. Das würde ich erst später machen, wenn ihr dann das fertige Panorama habt. Also deswegen würde ich hier jetzt nur etwas
ganz wenig eigentlich einstellen. Also es bringt im Prinzip nichts. Was ihr machen könnt, ist einfach hier oben den Weißabgleich, auf den Weißabgleich gehen, auf dieses Weißabgleichwerkzeug und klickt mal hier ein bisschen rein und so könnt ihr das Ganze noch etwas neutralisieren, um eine gute Basis zu schaffen. So, schärfen könnt ihr ohne Probleme. Ich würde da euch empfehlen, einen kleinen, geringen Radius zu machen und einen hohen Schärfebereich zu gehen. Zoomt aber dann ein bisschen rein, um das Ganze dann hier besser zu sehen. Also ihr seht auch hier das Rauschen, das ist eigentlich normal. Und die Maskierung würde ich auf 100 setzen, damit ihr hier einfach nur diese Punkte schärft. Bei der Luminanz würde ich so ein bisschen, ja, wenig nehmen, so 8, Stärke 8. Um nicht hier wirklich alles wieder weich zu zeichnen. Aber so könnt ihr dann etwas das Rauschen wegnehmen. Also das ist wirklich eine gute Basis. Dann chromatische Aberration habe ich keine. Wird auch nichts bringen. Profilkorrektur könnt ihr machen. Um etwas das Ganze auszugleichen. Gerade beim Weitwinkel ist jetzt nicht unbedingt Pflicht. Weil später in dem Panorama macht ihr ja das Ganze dann eh nochmal. Wird das Ganze eh nochmal korrigiert. Was können wir noch machen? Ja, genau. Den Dunst entfernen Effekte hier. Das kommt dieses tolle Teil. Also ich fahre jetzt einfach mal den Regler nach rechts. Schaut mal genau hin, was passiert. Ihr seht hier, wie schon hier diese Struktur zum Vorschein kommt. Diese Wolken, diese Materiewolke und hier diese Helle langsam kommt. Ziehe ich mal ganz nach rechts. So, bam. Seht ihr es? Ich gehe nochmal zurück. So, auf 0. So, jetzt fahre ich nochmal nach rechts. Ihr seht, wie viele Details ihr jetzt nun hier wieder herkommt, wieder hervorbekommt. So, hier. So, bam. Jetzt gehe ich mal hier auf den ganzen anderen Bildern weiter. Ich zoome mal wieder raus. Ups. So, das war zu viel. Also ihr seht hier schon wirklich deutlich, dass ihr hier dementsprechend mehr Strukturen reinbekommt. Also schon ganz toll. Okay, es braucht dann mal ein bisschen, bis es dann dementsprechend sich angepasst hat. Ich wähle wieder alles aus und jetzt kann man hier noch etwas blub, mal ein bisschen mit der Klarheit steuern, um noch ein bisschen das Ganze noch hervorzuheben. So ein bisschen die Lichter runter. Ihr seht, der Nachteil ist halt dann auch bei dem Dunst entfernen, dass ihr etwas diese Lichtverschmutzung, diese Lichter, diese Lichtreflexion, dass die halt auch dementsprechend verstärkt werden. Da könnt ihr mal ein bisschen versuchen, etwas mit der Sättigung runterzugehen und mit der Luminanz in dem Bereich. Aber da müsst ihr ein bisschen aufpassen, damit es nicht irgendwie so matschig wirkt, etwas so dunkel, so braun, fleckig. Das habe ich nämlich auch schon mal gehabt. Und ja, das war eigentlich schon mal alles. Dynamik, wie gesagt, und das Ganze würde ich erstmal lassen. Die Tiefen braucht ihr eigentlich in dem Fall nicht. Die würde ich auch dementsprechend lassen. Weil, mal schauen, ja, so kann man es. Wir können noch ein bisschen etwas verändern, ein bisschen Kontrast. Ja, so kann man es eigentlich lassen. Dann dieses Problem hier mit diesen lila Tönen, das sind alles blaue Sachen. Das ist etwas, was man auch noch später direkt in Photoshop, beziehungsweise dann später mit Camera Raw bei dem fertigen Panorama dann dementsprechend noch verändern werden. Von daher würde ich das jetzt alles erstmal so lassen. Drücke auf Fertig und gehe jetzt hier oben auf Werkzeuge, Photoshop und hier auf Photoshop Merge. So, wenn wir jetzt hier den Photoshop Merge Dialog geöffnet haben, könnt ihr das auf Automatik lassen und lasst einfach hier diese Vignettierungsentfernung weg, Korrektur der geometrischen Verzerrung und inhaltsbasierte Füllung für transparente Bereiche. Solltet ihr vermeiden, dies drin zu haben, gerade wenn ihr so ein Hochkantpanorama habt, weil dann kann es ziemlich zu einem schlechten Ergebnis führen. Also ich habe das bei meinen ersten Bildern auch noch drin gehabt und habe mich dann gewundert, warum das nicht funktioniert. Gerade bei Hochkantpanoramen kann dies dann zu einer massiven Verzerrung führen. Dann habt ihr dann irgendwie auf einmal einen Arbeitsbereich, der in der Horizontalen nach außen
geht gewaltig und dann habt ihr irgendwie so eine Tulpenvasenform von Bildern, eine Verzerrung drin in den letzten Bildern. Das ist einfach, könnt ihr ja mal ausprobieren. Also ich war da wirklich schon am Rand der Verzweiflung, wo ich das dann gesehen habe, bis ich dann diese Option hier weggelassen habe. Und damit kriegt ihr hier so, wie es hier ist, kriegt ihr mit das bessere Ergebnis. Gut, dann drücke ich mal Okidoki. So. Und bis das dann zusammengerechnet ist, würde ich mal sagen, machen wir mal eine kleine Pause. So, nun sind wir da. Nach einer gewissen Zeit hat es dann eigentlich mal Photoshop geschafft, das Bild zusammenzurechnen. Und tada, hier haben wir das Ergebnis. Juhu! So, als allererstes füge ich hier erstmal alle Ebenen als eine Ebene zusammen und drücke Steuerung oder wer Apple hat, Command-Taste und E zusammen und füge das Ganze hier zusammen. Ihr könnt das Ganze auch hier mit Rechtsklick versuchen oder machen, wie ihr wollt und sagt auf eine sichtbare Ebene reduzieren. Und nun drehen wir das Ganze. Achso, ja. Ihr solltet schauen, dass ihr wirklich nicht auf eine Hintergrundebene reduziert, sondern dass ihr es wirklich auf eine sichtbare Ebene habt, damit ihr hier den transparenten Bereich noch habt. Den brauchen wir noch später, um das Ganze noch etwas zusammenzupfen zu können oder wie man immer, was wir immer noch vorhaben. So, jetzt drehen wir erstmal die ganze Bildfläche oder beziehungsweise die Bilddrehung hier 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn, denn wir wollen das Ganze ja aufrichten. Bupp. So, ihr habt jetzt hier nun das Bild, das Ganze, und so, sieht doch eigentlich relativ schon mal gut aus. So, und was können wir jetzt machen? Also als allererstes würde ich mal sagen, wir richten das Ganze erstmal ein bisschen aus und verwenden dazu den Camera Raw Filter mal wieder. Genau, und den findet ihr hier oben unter Filter und Camera Raw Filter oder mit Umschaltsteuerung oder Command-Taste A als Shortcut. Klicken hier drauf und öffnen nochmal den Camera Raw Dialog. So, und hier oben könnt ihr jetzt nun mit dem Transformationswerkzeug das Ganze jetzt etwas noch bearbeiten, drehen. Ihr könnt sagen, wir skalieren das Ganze noch ein bisschen, so dass man irgendwie so ja das Ganze ordentlich hinbekommt. Kann es noch ein bisschen nach rechts und nach links ziehen, so nach oben unten, so wie man das Ganze haben möchte und welche störende Bereiche dann wegfallen. Auf alle Fälle müsst ihr ja wissen oder solltet ihr euch immer überlegen, was schneide ich aus, was kommt weg, was kann ich noch verändern und ja, da könnt ihr euch wirklich euch austoben, wie ihr wollt. Ihr könnt auch danach hier nochmal ein bisschen das Ganze etwas anpassen, um zu schauen, wie ihr das am besten, schönsten haben wollt. Ihr könnt hier nochmal ein bisschen den Klarheitsregler etwas noch nehmen, um zu schauen, dass ihr hier etwas mehr Struktur habt. Ja, wir können ja nochmal versuchen, was der Dunstentferner nochmal bringt, aber ihr seht, wird ein bisschen zu heftig. Ihr bekommt zwar wirklich eine gute Struktur, aber es wird irgendwie ein bisschen zu massiv, zu hart. Also ich würde mal sagen, so ein bisschen kann man noch nehmen. Und sonst, ja, drücken wir OK, beenden den Dialog und lassen Photoshop noch ein bisschen rechnen. So, nun haben wir den Kamera-Dialog wieder beendet und befinden uns wieder in Photoshop. Nun möchten wir das Ganze freistellen. Das macht man am besten mit dem Freistellungswerkzeug, das ihr hier links in der Toolbox findet. Hier könnt ihr mit diesen Anfassern das Ganze etwas hier hinziehen. Wenn das nicht bei euch funktionieren sollte, schaut, dass hier oben im Bereich Verhältnis keine Werte drin sind. Falls da irgendwelche Werte drin stehen, drückt auf Löschen und so, dass da hier nichts mehr drin steht, dann könnt ihr auch frei das Ganze wählen, wie ihr das Ganze haben wollt. Und da seid ihr nicht irgendwelchen Verhältnissen ausgesetzt. So. Ihr zieht es am besten dementsprechend so hin, dass es dann nach eurem Geschmack passt. Es kann sein, dass hier diese transparenten Bereiche drin bleiben. Schaut, dass ihr dann diese Option inhaltbasiertes Füllen außerhalb des Objekts, des Originalbildes drin ist, weil dann kann Photoshop schauen, ob er vielleicht eine Lösung findet und das Ganze füllt. Ist ja, es ist so eine Glückssache. Manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht.
Reinmachen schadet nichts, außer ihr wolltet es dann später wirklich dann irgendwie Stempelwerkzeug oder selber dann retuschieren. Das Ganze bestätigen wir jetzt mal mit der mit der Hakentasche. Und ihr seht hier, haben wir halt das Problem, dass dann dementsprechend diese transparenten Bereiche doch noch vorhanden sind. Leider Frosch im Hals, tut mir leid. Ich muss kurz was trinken. Momentchen. So, frisch gestärkt geht's weiter. Jetzt haben wir dieses Problem, dass der Horizont noch etwas schief wirkt. Also gehen wir nochmal auf das Freistellungswerkzeug und begradigen etwas den Horizont. Das war jetzt falsch. Ihr müsst schauen, dass der es auch angeklickt ist. Und sagen wir 2 Grad ist okay so. Und ich mache das Ganze doch noch etwas schmäler. Beschädige das Ganze wieder und wenn er mal fertig gerechnet hat, la 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 la, kurz warten, dann kann man immer noch schauen, wie man das Ganze hier retuschiert. Ihr seht, jetzt hat es geklappt. Warum Photoshop das manchmal macht und nicht, keine Ahnung, kann daran liegen, dass das Bild jetzt vielleicht an sich jetzt kleiner geworden ist und der einfach dann bessere Chancen hat, hier irgendwas zu finden. Ich, keine Ahnung. Also, da müsst ihr mal euch bei Adobe kundig machen, wenn es interessiert. Aber, naja, es funktioniert. Ihr seht ja. Jetzt haben wir hier noch diesen kleinen Bereich, den man noch retuschieren sollte. Das könnt ihr dann hier über diese Retuschewerkzeuge machen. Ich nehme jetzt hier mal Stempeln, weil das Ganze wird ja eh noch abgedunkelt. Und schau, dass hier alles aktuelle Ebene und darunter aktiviert ist. Drücke mit der Alt-Taste den Bereich an, den ich aufnehmen möchte und fahre hier einfach kurz drüber. So, seht ihr noch einen Unterschied? So gut wie keiner. Vorher, nachher. Also, perfekt. So, ich sehe aber hier noch einen kleinen transparenten Bereich oder nicht. Da kann man immer noch mal kurz drüber, falls man sich nicht sicher ist, ob er wirklich alles dementsprechend aufgenommen hat. Hier oben. Ist auch alles okay. Und wer sich nicht wirklich sicher sein sollte, der kann jetzt noch was machen. Ich füge erstmal die beiden Ebenen zusammen mit Steuerung Command E, also Steuerung oder Command E, wer einen Mac hat. Und kann immer noch sagen, zuschneiden, transparente Pixel. Schwupps, sind die transparenten Pixel weggeschnippelt, die es an den Rändern noch zu sehen gab. So, und jetzt kann man das Bild noch mal ein bisschen bearbeiten. Ihr könnt schauen, dass es etwas abdunkelt, indem ihr einfach ein Grauverlaufwerkzeug nimmt und hier mehrmals rüber geht. So, dann könnt ihr hier nicht das ganze Rauschen etwas entfernen und es dunkler machen. Ihr könnt auch eine Vignettierung reinzumachen, um die hässlichen Ränder hier zum Beispiel noch etwas abzudunkeln. Also diese überstrahlten Dinger. Render, sage ich mal, machen wir es mal klassisch, so dunkel hier einfach runter und sagen umkehren, weiche Kante rein und dunkeln das Ganze etwas ab. Machen nochmal eine Gradationskurve und erhöhen etwas den Kontrast und die Lichter, die man hier so eine leichte S-Kurve macht. Und so könnt ihr damit den Kontrast etwas erhöhen. Ihr könnt auch noch eine Dodge and Burn-Ebene machen, indem ihr einfach eine graue Fläche nehmt, die ihr auf Weiches- oder Ineinanderkopieren-Modus nehmt, den Ablichtungsmodus und so könnt ihr dann auch noch dementsprechend hier die Ränder etwas abdunkeln. Ich mache das jetzt richtig nur grob, also es soll ja bloß dementsprechend ein Beispiel sein, was ihr noch alles machen könnt. Wichtig oder von vorteilhaft wäre auch, wenn ihr dann diese Grauebene mit dem Dodge and Burn noch ein bisschen weich zeichnet. So. Und dann könnt ihr noch ein bisschen mit der Deckkraft ein bisschen spielen. Und ihr könnt auch noch eine Dodge and Burn-Ebene machen, indem ihr euch das Ganze hier rausarbeitet, die ganzen Nebel, das ist ein bisschen heller machen, das Ganze. Also da könnt ihr wirklich so ein bisschen Fleißarbeit machen. Ihr könnt auch
ich füge das jetzt mal zusammen als eine Ebene. Ihr könnt auch sagen, ja, das ist, sieht man nicht unbedingt jetzt harmonisch aus. Ne, 2 zu 3. Ups, war der falsche Dialog. 2 zu 3 Dinge machen und schauen, dass ihr irgendwie bloß hier etwas beschneidet. Das nach der Drittelregel macht, das Ganze. Also, da könnt ihr auch wirklich euch austoben. Sagen hier, ich mache das jetzt ein bisschen kleiner, ich will bloß einen Ausschnitt. Ihr könnt es stundenlang damit euch beschäftigen. Ihr könnt es dann wirklich schauen, wie andere Milchstraßenbilder ausschaut. Ihr könnt zur Finalisierung auch die Nick Collection von Google benutzen, die es ja umsonst gibt. Dann könnt ihr diesen Viveza-Dialog mal benutzen und da könnt ihr noch rumexperimentieren, sage ich mal. Also ich benutze den immer, den Viveza, zur Finalisierung meiner Bilder. Könnt ihr ein bisschen sagen, ja, ich mache ein bisschen die Wärme weg. Könnt die Blautöne erhöhen. Ihr könnt die Grüntöne runter machen. Die Rottöne verstärken oder weg. Wie ihr wollt, wie es euch langweilig ist, was ihr alles machen wollt. Ihr könnt ja auch die Struktur machen, die etwas besser ist als der Klarheitsregler. Also drückt man jetzt OK, zum zeigen, wie das Ganze geworden ist. Und so weiter und so fort. Ihr seid dann wirklich unbegrenzt in euren Möglichkeiten, wie ihr das bearbeiten wollt. Es kostet halt sehr viel Zeit und ist sehr aufwendig, aber wenn das Resultat dann stimmt, also euer Resultat, dann macht's einfach. Ihr könnt auch noch, wenn ihr die Google Nick Collection habt, könnt ihr auch noch den Define 2 nehmen, diesen Rauschreduzierer. Aber da ist etwas Vorsicht angebracht, weil es geht ganz schnell, dass dann das Bild zu matschig wirkt. Aber das ist dann auch kein Problem, weil dann kann man immer noch mit der Deckkraft reduzieren, also mit der Deckkraft reduzieren rumspielen und zu schauen, wie es dementsprechend wird. So, und dann könnt ihr das Ganze einfach noch ein bisschen reduzieren, falls es euch zu matschig wird. So, je nachdem, wie ihr es haben wollt. Und am Ende könnt ihr es dann noch dementsprechend schärfen. So, dieses Finalisierungsschärfe mit einer Gegenradius und einer hohen Schärfe und schon habt ihr euer Milchstraßenbild. Wem es jetzt zu viel Farbe ist, der kann immer noch etwas in der Tonwertkorrektur rumspielen oder beziehungsweise Farbtonsättigung, so heißt der Dialog. Man kann immer noch ein bisschen die Sättigung rausnehmen oder die Farben verstärken oder wie ihr es haben wollt. Und viel Spaß beim Nachmachen und ich hoffe, dieses Tutorial hat euch etwas weiter geholfen. Meine Stimme versagt jetzt völlig nach dem langen Gerede. Von daher, viel Spaß, geht raus, fotografiert die Milchstraße. Am besten ist immer die Zeit zwischen Juli, August, September, wo ihr die Milchstraße sehen könnt. Fahrt raus, wo es dunkel ist und nehmt ein nicht starkes Weitwinkelobjektiv mit und macht Bilder. Bis dahin, viel Spaß. Schaut auf unserer Seite vorbei, naturbildermagazin.de und lest unsere anderen Artikel. Bis dahin, bis dann, viel Spaß. Ciao, ciao, bye, bye.